Ich hab's. Achso, Pokémon-Unboxing. Ich bin nämlich Pokémon-Fan, sagen wir mal so. Ich habe nämlich gemerkt, Pokémon Go kam raus. Es wird am. Also man kann es jetzt schon spielen, aber die meisten wissen nicht, wie das geht auf jeden Fall. Zebrafink. Ja, mein Zebrafink. Nur mal damit ihr wisst, wie er heißt. J-I-G. So, hier hinten steht drauf auf dem ersten Pack. Also das hat beides zusammen glatte 20 Euro 98 kostet. Zebrafink. So. Nein, das wird aber nichts. Egal. Muss ich versuchen, das aufzukriegen. Ich glaube, ich habe vergessen, die Schere zu holen. Also wir ignorieren ihn einfach mal. Kleinen Spatz. So, nämlich. Hier geht es wahrscheinlich auf. Ja, oder nein, oder doch vielleicht. Auf jeden Fall. Das soll halt rauskommen. Pokémon Go ist halt so ein Spiel. Da könnt ihr halt rumlaufen. In der Welt halt. Und zum Beispiel auch in euren Garten gehen. Dann laufen da Pokémon rum. Und ihr könnt dann halt fangen. Ja, ich hatte das Spiel ja auch schon. Das ist ganz cool. Das ist allerdings nicht Let's Play. Nur damit ihr es wisst. Da mache ich mal keine nicht so große Hoffnung. So. Ja, ich glaube, wir haben es gleich. Irgendwann vielleicht. Oder gar nicht mehr. Da hoch, ja, komm, ja. Oh, ich glaube, ich habe das Kleber gefunden. Ah, jetzt weiß ich, wo man drauf aufmachen muss. Okay, tut mir leid, dass es ein bisschen lange dauert, aber jetzt habe ich die Stelle gefunden, wo man es aufmacht. Wahrscheinlich, wo man es aufmacht. Wir machen einen kurzen Cut und sehen uns dann wieder, wenn ich es offen habe. Also bis gleich. So, komm, bin ich da, fängt der Zebrafink auch wieder an zu labern. Ja, sehr schön. Er öffnet ein Pokémon-Pack mit der Schere. Ich glaube, das mache auch nur ich, bevor ich mir die ganzen Karten kaputt schneiden werde. Wenn da eine Dingskarte bei ist, ne, so eine X-Karte, und ich die jetzt komplett kaputt schneide, wäre es natürlich super. Das wär mein Wunsch, sowas mal zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe allerdings noch nie eine X-Karte, ich hatte aber mal eine komplett Doppelkarte. Die ist gerade ganz cool. So. Und wir haben es immer noch nicht offen. Okay, ich glaube, ich kriege gerade einen Rappel. Dann wäre es jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller, ja. Ich hab's gleich. Oh Gott, ich bin so gut im Schneiden. Ich mache gerade den ganzen Tisch ordentlich. Ein Unboxing macht wirklich viel Schaden in der Umwelt. Ich glaube, wir machen es einfach so. Ja, so ist viel besser. Das sieht gut aus. Jetzt sieht es schon wieder. Ich glaube, ich bin irgendwie zu blöd, um das aufzumachen. Irgendwann muss ich es ja schaffen. Und? Ja, okay. Das schneide ich nochmal ganz kurz. Denn jetzt haben wir es offen. Das erste Pack, also das hat weniger kostet als das kleinere, weil hier sind auch weniger Karten drin, ne? Deswegen meine ich ja, das hat nur 8 Euro gekostet und das andere hat halt 13 Euro gekostet. Wir öffnen das Ganze jetzt mal. So, jetzt können wir es endlich rausziehen. Tut mir leid, Paket, ich musste dich ein bisschen beschädigen. Komm raus da! Oh, im Ernst, der letzte kleine Zibbel hier, ist es dein voller Ernst? Auf jeden Fall, Pokémon. Ich habe nämlich so eine Doppelkarte. Also ich habe gehört, die X-Karten können bis zu 70 Euro wert sein. Ja, sind sie wahrscheinlich auch. Und habe ich's. Und so. Ja, ich hab's. Oh, super. Oh, schön. Ich hab's draußen. Leute, guckt. So sieht das jetzt hier aus. Ist da noch was drin? Nein, sieht nicht so aus. Hier hinten steht da noch was drauf. Das ist ein Trainer-Kit, schwarz-weiß. Starter-Set für 2 Spieler. Vorne so eine Münze drin. Ist auch richtig cool. Ich mag ein Pokéball. Ein Pokéball. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, das sind die beiden Seiten. Also 60 Karten. Also 120 insgesamt auf einer Seite, wohl 60. Weil ein Starter-Kit für ein Spiel ist immer 60 Karten. Den würde ich mal behaupten, ja, es wäre so, wie ich es gerade denke. Oh, das ist hier wieder so gemacht. Okay. Warum geht das einfacher? So oft aufs Beste oder ihr wartet nochmal eine halbe Stunde. Ja, es geht einfacher. Juhu. Endlich, Leute. Juhu, wir haben gleich das Pack offen. Komm her, noch einmal schneiden. Ja, immer schön. Wir haben es immer noch nicht offen. Ja, wenigstens konnten wir es jetzt so öffnen. Wunderschön. Oh. Oh, guck mal dran, Leute. Hier. Kopf, oder? Zahl. Ich weiß jetzt nicht, was der Kopf ist. Das ist wahrscheinlich Kopf und das ist wahrscheinlich Zahl. Ja. Kopf. Zahl? Ich weiß es nicht. So. Das erste Pack.
Ist immer noch eingepackt. Okay, mal gucken, was da drin ist. Ich weiß es nicht. Lass mich mal überraschen. Wenn ein X-Pokémon drin ist, würde ich mich mega freuen. Aber ich glaube nicht, das ist ein Starter-Pack. Und so die ersten 60 Karten werden jetzt ausgepackt. Zeroark. Ja, geht, ne? Also wir sehen uns gleich wieder. Ich mach mal kurz ein bisschen mehr Licht hier rein. Dann ist es gleich, ne? So, Leute, da bin ich wieder, nachdem ich schön das Licht angemacht habe. Also jetzt könnt ihr es, glaube ich, besser sehen. Hier einmal so eine Münze. Das ist, glaube ich, Kopf und das ist wohl dann Zahl des Pokémon-Zeichen hier. Da seht ihr, jetzt habe ich wahrscheinlich nicht erkannt. So. Ah, guck mal, da. Oder was ist das? Hier sind, glaube ich, ein paar Sachen, wohin das erklärt wird. So ein bisschen. Zwei Spiele für zwei Spiele. Ja, das wird hier erklärt. Und hier. Nee, das ist es doch nicht, ne? Das ist jetzt nicht was. Könnte es sein? Das ist ein Spielfeld für zwei Spieler. Ja, das ist ja wohl cool. Das ist ja wohl mega cool. Guckt, jetzt haben wir hier ein Spielfeld für zwei Spieler. Da können jetzt zwei Spieler gleichzeitig drauf spielen. Auf einem so ein Spielfeld. Das habe ich auch noch nicht gehabt, ne? Auf jeden Fall auch geil. Hier einmal die Dinger, die werde ich auf jeden Fall schon mal rausmachen. Im Spiel werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht mehr sehen. Vielleicht noch ein bisschen später. Hier ein Code, den braucht momentan keiner. Den hefte ich einfach ein. Ich habe noch ein großes Heft. Ich habe schon über 1000. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Ich habe schon über 1000 Pokémon-Karten. So, wir fangen jetzt mal an. Ich muss mal kurz euch umschlingen mit meinen anderen Armen. Damit geht das besser. So. Dann habe ich hier das erste Zoroark. Wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe. 100 HP. Und das ist halt die erste Karte, die man hier sehen kann. Mit ein bisschen Glitzer. Damit man sich das natürlich auch holt. Ja. Oh, auf jeden Fall auch nicht schlecht. Nee. So, dann nehmen wir mal die nächste. Ja, Nagellotz. Ob das so gut ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, okay, geht. 60 Karten, halt zwei Playfelder. Gut, dunkle Energie ist ganz viel bei. Dunkle Energie ist sehr wertvoll, wie ich mal sagen mag. Ich habe so wenig dunkle Energie. Eine Basiskarte, Geta, Gegner. So, nochmal Energie, geil. Felilo. Also ich habe halt lange auch nicht mehr das gekauft, ne? Deswegen habe ich ja so viele neue bei. Was ist das für eine? Ne, kenne ich nicht. Aber ist wohl neu. Dunkle Energie. Zorua, 60 HP. Ja, das ist nicht mal so schlecht. Dunkle Energie. Dusselgur. Eine Taube. Okay, Dusselgur. Ruckzuckhieb. Okay. Dunkle Energie. Pika Schiller. Okay. Ja, das glaube ich, die weiter. Also die erste Basis von. Wie nennt man das nochmal? Egal, von Phase 1 ist. Die kenne ich sogar, die habe ich sogar. Und dann hier noch ein Trainer. Zoroark Phase 1. Aus den kleinen steht das. Die habe ich ja auch schon mal irgendwo gesehen. Energierückgewinnung, zwei Basiskarten aus der Ablage holen. Navitaube, ja, das ist doch die ich eben hatte, oder? Ja, das ist die, guck mal. Dann kann ich die gleich entwickeln. Zum Phase 2, dann nochmal. Den habe ich jetzt schon zweimal hier drin. Ist doch nicht so schlecht, ne? Da, das meine ich. Von dem, der am Anfang da angezeigt wurde, habe ich jetzt den hier. Der ist ganz cool, würde ich mal sagen. Nagellotz? Ja, hatten wir schon. Trainer, dunkle Energie, 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 Pikachu hatten wir schon, dunkle Energie, oh, die Weiterentwicklung von einem anderen, den wir da vorne haben, Nagel, Fratz oder, und da, ah, den brauche ich noch, oh geil, den habe ich jetzt auch, den habe ich noch gebraucht, ja gut. So, dann gehen wir mal zum nächsten Pack, also von, zu Kit 2, weil wir hatten ja zwei Kits, die ist das. Kids. So, das ist jetzt Kit 1. Legen wir hier mal jetzt hin. Dann sehen wir uns ja bei Kit 2 wieder. Bis gleich. So, wir wollen jetzt zum zweiten Kit. Das ist wahrscheinlich Kit Weiß und das war wahrscheinlich jetzt Schwarz. Also so sieht es auf jeden Fall aus, weil das hier auch Schwarz-Weiß, ne? Pokémon noch. Wahrscheinlich Team davon halt zwei Teams, zwei Kids halt. So, das war hier das Start-Pokémon. Natürlich schön mit Glitzer.
Stalobor. Den habe ich auch noch nicht, das ist Phase 2. Das sieht ganz cool aus. Vielleicht kriegen wir den auch noch im Pack. Da oben die Phase, die Basiskarte. 100 pro kriegen wir die im Pack, weil, ja. Okay. Pack die Ball. Okay. Ah, Energie. Oh, das ist auch irgendwie selten. Das habe ich auch nie. Aber gut. Jokoklef. Okay. Nochmal Energie. Oh, guck mal da. Da ist er. Der Rotomorph. Ja. Der Rotomorph. Den brauchen wir doch. Ja, geil. Weil noch ein Trainer. Den hatten wir hier vorhin schon. Den. Ach, noch ein Trainer. Heile 30 Schadenspunkte bei einem deiner Pokémons. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Energie, Trainer, Energie, Terry Bark. Okay, was ist denn das? Habe ich wahrscheinlich auch noch nicht. Wahrscheinlich habe ich die erste Entwicklung davon, deswegen kommt mir der bekannt vor. Oh, hör auf mit denen. Oh, doch, den habe ich schon. Noch einen davon. Der gibt es immer doppelt. Das ist, finde ich, ganz cool. Den kleinen haben wir auch. Naja, Rotomulf, weiß ich nicht. Plus Power. Ein Trainer. Noch ein Trainer, den hatten wir schon. Oh. Den können wir sogar entwickeln. Den da oben, den haben wir ja. Das ist wahrscheinlich der kleine Mulf. Könnt ihr den erkennen? Wahrscheinlich habt ihr den schon erkannt. Aus Praktibal. Ja, den hatten wir schon. So, 80er würde dann. Da rote Mulf. Nochmal. Oh, doch. Oh, hör auf. Oh, den meine ich. Den haben wir eben. Dann haben wir wieder Energie. Energie, 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 Energie. Energie, Energie. Ein Trainer. Umschalter. Verschiebe ein an ein deiner Pokémon angelegte Basisenergie auf ein anderes deiner Pokémon. Ja, okay. Energie, Energie und ja, klar, den hatten wir schon. So, ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Pack. Wir machen dann nochmal einen kleinen Cut rein, weil ich muss, glaube ich, ein bisschen aufräumen. Weil ein bisschen Dreck hat es jetzt schon verursacht. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und wir sind jetzt bei Pack 2. Ja, so viel habe ich jetzt auch nicht aufgeräumt, da sieht man sogar noch da. Ja, Pokémon, Sammelkarten. Da seht ihr gleich zu Anfang einen geilen 140er. Ich habe auch eine Packung gegeben für 21 Euro. Hatte ich jetzt keinen Bock, hätte ich mal überholen können. Da war auch 180er vorne drin, ne? Schon sehr gut. Newtown wäre geil. Das wäre richtig heftig. Das ist Luxtra. Das Pokémon 405. 50 Pokémon-Karten. Eine Kartenliste, eine Münze. Spielunterlagen für zwei Spielerregeln. Ein Code-Karte mit dem Deck online zu spielen. Kartenbox und Schadenmarker. Was ist. Achso, ja, okay. Okay, 50 Karten. Also 5 Packs. Also, wenn man sich jetzt normal 5 Power Packs kauft, dann kosten die circa 15 Euro. Das hier hat jetzt, glaube ich. 13 Euro kostet, also 2 Euro weniger, würde sich lohnen, da ist sogar noch mehr drin, das ist sehr heftig. Und hinten stehen sogar die Pokémons drauf. Ich habe jetzt noch nicht durchgelesen, ich weiß wirklich nicht, was sich dahinter verbirgt. Ich würde aber sagen, ich habe vergessen, wie man das. Achso, ja, okay. Ich kriege das nie auf, wirklich, Leute. Verzeiht mir, dass ich das jetzt mit einer Schere mache. Ich habe nämlich da drunter. Okay, schaffe ich nicht, dann muss ich das mit Hand machen, ja, ganz tolles Ding. Oh. Ich mache mal kurz einen Zeitraffer rein. Und wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Hier ist jetzt das Pack ausgepackt, leider wieder mit Schere. Und wir sehen, wir haben wieder eine Münze. Das ist richtig sehr cool. Ich habe meine Münzen alle versaubüttelt, also ich habe keine mehr Münzen mehr. Da unten seht ihr die schöne Münze. Schön, ja. Hier oben Luxor. Oh Gott, das ist ja mega geil. Guck mal, hinten nochmal ein Doppelstadion. Das ist auch cool. Dann öffnen wir mal. Und ja, hier ist das Doppelstadion. Hier sind die Punkte. Die sind richtig cool, dass bei jedem einmal dabei ist, wenn man sich so eins kauft. Das ist mega gut. Haben wir jetzt schon zwei davon. Also
20,98 Euro für so viele Karten. Das ist wirklich Hammer. Aber man hätte ich bloß ein Mega-Pokémon. Das würde mich wirklich sehr erleichtern, eine Art zu spielen. Und da Phase 2, Luxtra. Der war vorne drauf. Ich habe noch nie ein Mega-Pokémon gehabt. Ich habe nur ein doppelseitiges Pokémon gehabt. Das ist heftig. Oh Gott, hier, das ist doch nicht nur Energie. Ne? Och du, guck mal. Also, ja, okay. Hab mich gerade gewundert, warum das alles so gelb ist außen. Ja, okay, ist aber normal, wie mir gerade aufgefallen ist. So, Energie. 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 XL. Ella Zeba? Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Oh, das ist mal ein geiles Pokémon. Ich glaube, hier sind mehrere gute drin, ne? Da seht ihr es. Ellie, wo? Ich lese mal nicht den ganzen Namen aus. Ich kann die eh nicht alle aussprechen. So, Trainer. Psyau. Was ist denn das? Lol. Das kenne ich noch nicht. Noch ein Trainer. Nagi. Ach, der. Also, alte Karte. Hier kennt wirklich jeder. Die sind das davon, glaube ich, 1000 Stück. Ist wirklich nicht selten. So. Oh, nochmal Energie. Die ist aber auch nicht selten. Heiro, Trank. Oh. Kann es sein, dass sich daraus Newtown entwickelt? Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, ob sich daraus Newtown entwickelt? Würde ich gerne wissen. Das wäre nämlich ziemlich cool. Dann haben wir nochmal davon was. Da. Traumomat. Okay. Oh, wie süß. Guckt euch das mal an, wie knuffig. Oh. Okay. Dann haben wir wieder das Schwert, hatten wir schon. Energie. Hypno, okay. Zwei Schwerter entwickeln sich aus einem Schwert. Ach, das ist cool. Das ist mal cool. Energie wieder. Schnurker, das ist irgendwie eine dicke Katze. Naja. Und Trainer. Trainer die Reno. Pisao hatten wir schon. Das wird, glaube ich, zur dicken Katze. Okay, nochmal Energie und Psyau. Luxio, den fand ich schon immer cool. Den hatten wir schon. Energie, Electric, ja. Den hatten wir schon. Aber das Heftig ist eben meistens doppelt drin. Da sind die dort guten. Schnurgut, da, zack, zack. Traumo, Luxio, der etwas, Dings. Die Weiterentwicklung. Das ist cool. Das ist, ja, ich habe die ganze Entwicklung bis Phase 2 von Luxio, Xavel. GG. Noch eine Entwicklung. Energie. Noch eine Entwicklung. Das ist die dicke Katze. Trainer, Elekt. Oh, das ist heftig. Wie viel man daraus da, dass das den ersten haben wir noch nicht. Den habe ich aber bestimmt irgendwo in meinem Heft, weil ich habe ja über 1000 Pokémon-Karten. Das ist doch die Entwicklung, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Da haben wir nur die zwei Schwerter. Hier soll noch irgendwas drin sein. Ich habe jetzt aber nichts drin gefunden. Trauer. Obwohl, doch, klar, hier. Was ist das? Okay, hier stehen die ganzen Pokémon-Karten drauf. Da kann man die alle abzählen. Naja, wenn ihr die zählen wollt, dann viel Spaß, ne? Boah, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das habe ich noch nie benutzt. Aber hier ist wieder so ein zwei Plätze-Pack. Habe ich wieder rausbekommen. Also habe ich jetzt zum Beispiel schon 8 Stück davon. Und wir haben jetzt, glaube ich, so 100 Pokémon-Karten ausgepackt. Ja. Oh, ja, haben wir. Und hier nochmal Luxtra. Weiterentwicklung davon. Die glänzt sogar. Heftig. Oh Gott. Das sieht ganz ordentlich aus. Den zeige ich euch mal gleich. Warte, kein Cut. Bis gleich. Guck mal. Wir haben uns so viele Pokémon-Karten gekauft. Das hat so viel Spaß gemacht. Und jetzt haben wir als Belohnung so einen hübschen Tisch. Voller Müll. Warte, da fehlt noch was. Ich kann allerdings auch noch Pokémon-Karten reintun. Diese beiden Packs da. Also hier auch. Da in diesem. Den grünen Ding und einmal hier auch, das ist extra dafür. Dann habe ich hier noch mehr Müll. Ich habe das kaputt geschnitten. Naja, okay, dann brauchst du auch nicht. Das war nämlich eigentlich so zum Öffnen. Ich habe es selber aufgeschnitten, bin so schlau. Ja, was soll ich sagen? Ich empfehle es euch auf jeden Fall. Es macht mega Spaß, sie zu sammeln. Ich habe davon schon 1000 Stück und ich würde es freuen, wenn ihr mir irgendwie Vorschläge gibt, welches Pack ich mir kaufen soll. Unerschrocken, goldene Seele, goldenes Herz, irgendwie so heißt das. Oh ja, und welchen wohl mehr solcher Mega-Pokémons drin sind, weil Mega-Pokémons können bis zum Preis bis zu 50, 70 Euro hochgehen. Kommt drauf an, was du da für einen Sammler erwischt hast auf eBay. Und da wirklich mega viel Kohle kann man damit verdienen, aber man muss auch mega viel Kohle
schön geben und ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen. Und ciao, Leute.